Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es wird ein schöner Productive Balanced Alltagsvlog mit dem Thema in Weihnachtsstimmung kommen. Ich habe irgendwie selbst mich noch gar nicht so richtig mit Weihnachten befasst und ich dachte, es wäre ganz cool, das mal zu machen und es zu verbinden mit so weihnachtlichen Aktivitäten. Was viele ja rückmelden, gerade wenn man erwachsen wird, ist, dass man dieses Gefühl von diesem Weihnachtszauber einfach nicht mehr bekommt. Und ich denke, dass es auf jeden Fall hilft, wenn man so typische weihnachtliche Sachen macht und so ein bisschen eine Bucketlist abhakt, die dann dazu führt, dass man dieses Gefühl eher bekommt. Und ich glaube, es ist auch besser, wenn man das frühzeitig macht und nicht erst so spät, sodass man so einen guten Monat hat, das Weihnachtsgefühl zu bekommen. Und apropos Weihnachtsgefühl. Ich war eben Blumen kaufen, weil meine Eltern haben Silberhochzeit und ich habe sie überrascht und besucht. Und im Laden habe ich was gekauft. Ist das nicht süß? Ich kann nicht mehr. Der sieht so cute aus. Für den Kerl werden wir auf jeden Fall einen schönen Ort noch finden. Ansonsten muss ich sagen, ich bin heute ultra fertig. Ich habe gestern zum allerersten Mal in meinem Verein das Training gegeben. Also für die ganzen Mannschaften habe ich das Training gemacht und so eine kleine Choreo mir ausgedacht und so Techniktraining und so gemacht. Da war ich super aufgeregt und ich habe halt jemanden vertreten. Und danach war ich so fertig. Mir tat alles weh und jetzt heute musste ich früh aufstehen, um halt da meine Eltern zu überraschen und jetzt bin ich irgendwie richtig durch. Morgen treffe ich mich mit Pauline. Vielleicht kennt ihr sie und ihren Content, meint Wanderer Pauline. Wir gehen zusammen, also wir wohnen ja beide in Hamburg, wir gehen zusammen auf den großen Hamburger Weihnachtsmarkt. Da wollte ich euch mitnehmen und machen vielleicht ein paar Fotos und vielleicht gehe ich auch in einen Dekoladen noch und schau mal, was es so Weihnachtliches gibt, was zu mir passt. In diesem Stil hätte ich das gerne alles. Also rosane Weihnachten. Ganz, ganz, ganz toll. So süß. Ich sehe auch richtig fertig ausgegangen. Und die Wohnung, ich kann hier keine Deko reinschleppen, wenn die Wohnung so aussieht. Ich muss ganz ordentlich einmal Wäsche machen. Ich muss mal aufräumen, mal saugen. Und dann hoffe ich, dass wir alle ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen können. Auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß bei dem Video. Okay, ich habe eine Christmas Bucket List geschrieben, die helfen soll, in den Weihnachtsspirit zu kommen und ich teile sie mal mit euch. Kekse backen, auf den Weihnachtsmarkt gehen, das mache ich ja morgen und ich glaube aber öfter auf den Weihnachtsmarkt gehen. Einmal die Woche, zweimal die Woche. Das passt schon. Ich würde gerne so weihnachtliche Fotos machen. Entweder, also gerne mit Marcel vor einem riesen Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt oder so oder irgendwelche anderen Christmas-Picks. Dekorieren, also die Wohnung schick machen, clean leben und dann irgendwelche schönen Dekorationssachen kaufen. Mal gucken, ob ich morgen schon was finde. Ich möchte ein Christmas-Get-Together machen mit unseren Freunden. Das ist auch schon geplant. Am 1. Dezember dann machen wir so eine Wohnungseinweihung und eventuell wollten wir da dann auch Kekse backen, aber wir sind sehr viele, also 12 oder so. Deswegen mal gucken, ob wir das machen. Es ist vielleicht nicht typisch weihnachtlich, aber ich hätte gerne viel Sauna und Lesezeit. Also ich habe wirklich festgestellt, wie viel Ruhe Sauna in mein Leben bringt. Und es ist ja tatsächlich auch bewiesen, oder? Und dass Sauna die Gesundheit fördert und es soll auch den Schlaf verbessern und so. Und ich nutze das Angebot meines Gyms viel zu wenig. Und ich möchte mehr lesen. Und es kommt ja jetzt, wann kommt Fourth Wing 2 raus? Wollte ich gerne Fourth Wing 1 nochmal lesen. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch in 24 Stunden oder so durch. Also es wird ein Lesemarathon. Ach nee, Fourth Wing 3 meine ich. Stimmt. Oh mein Gott, dann habe ich ja zwei Bücher sogar zum Rereaden. Geil. Weihnachtsfilme gucken. Ein paar von denen, die ich absolut liebe. Sowas wie tatsächlich Liebe oder so. Schlittschuhlaufen. Das muss aber nicht unbedingt im Dezember sein. Also kann auch im Januar. Ach nee, oh mein Gott, wir sind im Januar gar nicht da. Sind im Urlaub. Dididum. Und danach habe ich direkt mein erstes Turnier. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen soll. Weihnachtliche Musik hören. Ich habe eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Weihnachtsplaylist von meinem Freund auf Spotify. Diesen Banger. Also die wird jetzt wieder, ups, abgespielt regelmäßig. Und dann habe ich noch, das ist mehr so ein To-Do-Listen-Punkt.
rechtzeitig Geschenke besorgen und für alle was haben. Das schließt auch zum Beispiel meine Wichtelsachen ein. Ich habe einen Teamabend mit meiner Mannschaft. Da habe ich jemanden als Wichtel. Dann innerhalb der Familie, innerhalb der Erwachsenen wichteln wir auch. Unabhängig von, wir haben so eine Stammbaumregel. Wir dürfen nicht schräg schenken, aber von oben nach unten, wisst ihr? Also ich schenke meinen Eltern was, aber ich schenke meiner Tante nicht was, weil das ist schräg. Meine Eltern sind gerader Stammbaum. Denn mit meiner Tante machen wir eine große Wichtelrunde. Egal. Dafür brauche ich also auch Geschenke. Dann Marcel habe ich schon was geschenkt, schon letzten Monat. Falls ihr es auf Instagram gesehen habt, habe ich ihm die Reise geschenkt, die wir machen. Meine Eltern haben sich auch schon was Spezielles gewünscht. Für meine Schwester habe ich auch schon was, also ich bin schon ganz gut dabei. Mit was für Geschenken man auf jeden Fall nichts falsch machen kann, sei es jetzt an sich selbst oder an seine Mitmenschen, sind Socken oder so Alltag-Basics. Mein Gott, sieht man mein Trockenshampoo noch? Nee, oder? Und ich habe einen coolen Code für euch, mit dem ihr bei Snox gerade in der Black Week bis zu 55% sparen könnt. Wenn ihr das Video seht, nachdem der Black Week Sale vorbei ist, habe ich auch noch einen Code für euch. Und zwar für regulär 20%. Snox ist ein Shop, der vor allem für Socken bekannt ist. Sie haben aber auch noch andere Produkte wie Unterwäsche, Shirts, Hoodies, Sporthosen. Man kann sie eigentlich damit ganz gut zusammenfassen, dass sie diese Alltagsprodukte versuchen, so innovativ und durchdacht wie möglich zu gestalten, sodass das echt einen Unterschied macht. Zum Beispiel die Socken. Die Socken schneiden nicht ein. You can see it. Sie rutschen nicht runter. Sie sind sehr weich und aus Biobaumwolle. Die Socken finde ich auch toll. Die haben auch ganz unterschiedliche Designs. Oder Füßlinge oder Sneakersocken. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie das sein soll. So, kein Verrutschen. Sie haben auch so Schweißstreifen, sodass die Füße halt immer frisch sind. Und bei den Füßlingen ist es so, dass die innen so Anti-Rutsch-Dinger haben, sodass sie nicht wegrutschen. Snox bietet außerdem eine Anti-Loch-Garantie, sodass ihr quasi die kostenlos umtauschen könnt, wenn ihr ein Loch drin habt, bei allen Produkten. Und es gibt keine kratzigen und nervigen Zettel. Die haben diese ganzen Informationen trotzdem da drin, halt ohne kratzigen, nervigen Zettel. Falls ihr also perfekte Basics für euch oder für Geschenke sucht, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Vor allen Dingen jetzt in der Black Week gibt es mega Rabatte. Das ist der letzte Sale des Jahres. Krassere Rabatte wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Und deswegen schaut gerne in der Infobox vorbei. Weihnachtsmarkt wurde auf übermorgen verlegt, weil es regnet die ganze Zeit. Was soll das? Auf jeden Fall ist aber Sauna abgehakt. Ich habe hier meinen ganzen Kram, mein Kindle und Marcel und ich fahren jetzt in die Sauna und ich freue mich sehr, richtig zu chillen. Und ich finde es echt gut, dass dann da, wisst ihr, so dieses kein Handy und so, dass das halt strikt ist und man da wirklich gezwungen ist, abzuschalten. Ich gehe jetzt erstmal zu Fuß ins Gym, also Richtung Gym, und Marcel holt mich dann so 20 Minuten ab, weil ich ein bisschen Bewegung wollte. Auf dem Weg höre ich dann ein Hörbuch. Meine aktuellen Reads und Hörbücher sind, ich erzähle es euch, sexy Gummistiefel an. Geil! Also lesen tue ich aktuell 2 Bücher, abhängig von meiner Mut abends. Ich lese eigentlich immer nur abends oder dann halt in der Sauna oder so. Je nachdem, wie viel Action ich möchte, lese ich aktuell Der Astronaut. Das ist mega cool und mega spannend. Das ist von dem Autor von Der Marsianer. Und eine, mein Gott, wie heißt denn das? Magic Family. Alter, regnet es. Ich blende es euch ein. Da bin ich gerade bei Teil 2. Und es ist ein mega gutes Buch für abends, weil es ist irgendwie total cool geschrieben. Und es ist nicht allzu spannend. Nicht so krass. Sitze on edge spannend und das ist ganz gut halt abends so zum Einschlafen. Und was ich momentan durchsuchte als Hörbuch ist Warrior Cats. Ich bin jetzt mittlerweile wieder bei Teil 4. Crazy, das habe ich gelesen, als ich 8, 9 Jahre alt war. Über 15 Jahre her. Auf jeden Fall finde ich es so nice. Und es gibt die ganzen Bücher übrigens auch auf Spotify. Das heißt, da kann man die dann kostenlos hören, wenn man ein Abo hat. Thank you.
guten Abend. Wir gehen jetzt zum ersten Mal auf den Weihnachtsmarkt. Wir gehen auf so einen kleinen Weihnachtsmarkt, Wandsbecker Markt, Weihnachtsmarkt oder Winterzauber oder so. Und ich freue mich schon auf Treppen. Und jetzt die ultimative, wichtigste Videofrage. Was esst ihr, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt seid? Was ist dein Go-To-Meal? Bratwurst-Pommes. Und Nachtisch? Schmalzgebäck. Ja, ich liebe Crepe. Und ja, Pommes sind auch toll. I love you. I love you too. Okay, das war lecker. Jetzt muss ich überlegen, was, wo ich für Kabellichterkette aufhängen. Und wir haben hier noch gar keine aufgehängt. Und ich muss mir überlegen, wo die am schlausten hinkommt. Eine Überlegung war die Treppe hoch. Hier schön. Allerdings haben wir keine Steckdose, also wir haben nur die. Und das ist unser WLAN-Zeug. Das verteilt das WLAN auch noch ins obere Stockwerk. Und die zweite Idee war, also wir hatten es ja ursprünglich mal so hinterm Fernseher, aber hier haben wir jetzt so Türen, die wir aufmachen und so. Deswegen ist das schon die beste Idee, glaube ich. Die Fenster machen wir jetzt nicht so auf. Ist nicht extrem perfekt, aber vielleicht sieht es ja okay aus. Dann hängt es halt so ein bisschen über den Fenstern. Ich habe gerade kurz eine Idee, vielleicht ist es eine Schnapsidee. Naja, die Lichterkette hat leider ein bisschen Wackelkontakt. Aber ist auch ganz süß, dass es ein bisschen leuchtet. Das war es dann wieder kurz mit dem Lichterkettenplan, weil wir haben so eine Wasserfallkette, die so einmal rum und dann immer so einzelne Teile runterhängen hat. Keine Ahnung, wo die ist und keine Ahnung, was das hier ist. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und das sind überall so Bänder, die wir da rumgewickelt haben. Ich wüsste nicht, dass wir die mal benutzt hätten. Die ist ganz komisch, die hat so lange Bänze. Also ich glaube, das ist so eine, die so oben auf den Weihnachtsbaum kommt und dann so runtergeht. Keine Ahnung, wo die andere ist. Nee. Hat das was? Ich glaube nicht. Los und treffe mich mit Pauline beim Rathausmarkt, großen Weihnachtsmarkt. Müsste eigentlich auch der größte in Hamburg sein. Ich mache mich ein bisschen schick, falls wir ein paar Fotos machen. Und von dort fahre ich dann direkt zum Training mit meiner Mannschaft. Und ich freue mich jetzt schon auf die Autofahrt gleich dahin. Ich liebe es ein Buch. Ich liebe es einfach gerade sehr, Warrior Cats zu gucken, zu hören. Und außerdem gehe ich gerade aus verschiedenen Gründen relativ viral auf Social Media mit verschiedenen Postings. Zum einen mit dem Women in Manfields Post, also den Trend mitbekommen habt. Der ging ja sehr ab und mein Post, der war so okay, der ist so bei meinen Followern gelandet, von der Reichweite her. Und dann hat ihn eine die größte österreichische Zeitung, wurde mir gesagt, gepostet und in so einen Artikel mit aufgenommen. Und seitdem geht er krass ab. Also hat dann irgendwie 150.000 Leute bis jetzt
mehr erreicht, als er vorher erreicht hatte. Und das zieht halt auch jegliches Publikum an Kommentaren, die ich nicht lesen möchte. Deswegen kann ich da nicht mehr so viel reingucken in die Kommentare. Ich finde es einfach nur unangenehm, was manche Männer von sich geben. Wenn sie den Punkt des Trendes einfach nur beweisen wollen, wisst ihr? Frag mich, ob die überhaupt... Hallo? Frag mich, ob sie überhaupt nachdenken, bevor sie sowas kommentieren. Also denken die sich vielleicht so, oh, das kommentiere ich jetzt. Und kommen gar nicht auf die Idee zu denken, das beweist ja irgendwie den Punkt von dem, was sie da gerade gepostet hat. Da sind Leute, die irgendwas wie Glasfaser überprüfen. Auf jeden Fall finde ich es schön, wenn Posts von mir viral gehen. Meistens ziehe ich ab einem bestimmten Zeitpunkt aus den Kommentaren zurück. Denn das kann ich mir dann nicht mehr antun. Und dann geht auch ein Post richtig viral gerade. Richtig krass. Von meinem neuen Account, dem Sisterhood Club. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr tollen Content sehen wollt. Das ist nämlich super witzig. Das ist jetzt Proteinfall. Ich bin gespannt. Ja, ich bin voll treffer. Ja, wir hatten vergessen, dass heute Black Friday ist. Es war so krass voll. Auch im Parkhaus. Es gibt hier in der Europapassage 6 Stockwerke. Und ich bin so lange im Kreis gefahren. Also ich bin erstmal jedes Stockwerk bis ins 6. Und dann wieder hoch, weil es einfach keine freien Parkplätze gab. Ah! Das ist jetzt übersprudelt. Ich habe mir so eine Limonade bei Röstegräne gekauft. Ne? Ich dachte, ich mache euch mal einen kleinen Haul. Denn ich fahre jetzt direkt von hier zum Training. Und das Training geht bis 22 Uhr. Dann bin ich um 23 Uhr erst zu Hause. Dann muss ich noch alles, was ich heute erlebt habe, noch ins Video auch mitschneiden. Ein Intro schneiden, ein Thumbnail machen. Deswegen werde ich später keinen Haul mehr machen. Und jetzt habe ich kurz Zeit. Ich habe mir einmal von Röstegräne oder wie man das auch aus Röstegräne habe ich mir so eine Kerzenhalterung gekauft und diese Kerze dazu. Das sieht richtig schön aus. Und dann war ich bei Hollister und es gab so ein paar Sachen, die ich cool fand, aber die waren zu spät da. Es war 17 Uhr und da war schon alles weg. Also es gab nur noch Größe L, XL oder also so Randgrößen nur noch. Dann war ich aber in der Summer Sale Collection, die ganz gut halt ist für meinen jetzt Trip. Das heißt, ihr kriegt jetzt keine weihnachtlichen Sachen, aber in einem Monat geht es für uns in die Karibik. Also ich habe mir dieses Kleid hier gekauft. Ich habe auch nichts anprobiert. Ich bin sehr gespannt. Das konnte ich ergattern für 19 Euro. Dann habe ich noch ein langes Kleid gekauft. Ich bin gespannt, wenn ich die zu Hause anprobiere, ob die gut passen. In diesem wunderschönen Blau. Das ist lang, also das ist so Mid-Length. Und es hat einen Schlitz hier. Das hat gekostet 33 Euro. Ansonsten muss ich sagen, bin ich schon ganz gut jetzt vorbereitet, weihnachtsstimmungstechnisch. Übermorgen kommen ja noch unsere Freunde und wir backen Kekse. Ich denke, das wird auch nochmal dazu beitragen. Und dann habe ich ja noch 3 Wochen. Übermorgen ist 1. Dezember. Finde ich, habe ich gut gemacht in dem Vlog. Wenn ihr es bis hierhin in diesem Video geschafft habt und es auch noch, also vorher noch nicht beantwortet habt, dann schreibt doch mal jetzt in die Kommentare, was esst ihr am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn ihr euch nur eine Sache aussuchen dürft, was ist die eine Sache,
die ihr gerne esst. Heute, wie gesagt, heute zum ersten Mal dieses glutenfreie Ding. Es war nicht so krass wie Crepe vom Geschmack, aber ich habe mich danach auch nicht so mies gefühlt. Es ist halt schon so, dass ich dann öfter einen Bauchweh kriege oder so. Das heißt, ich wollte das jetzt vor dem Training nicht riskieren. Das war eigentlich dann ganz gut. Und das Ding schmeckt nice. Das ist überhaupt nicht so süß. Vergesst nicht, bei Snox und dem Sale vorbeizuschauen und meine Codes zu benutzen. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen Weihnachtsstimmung machen und ich freue mich auf euch im nächsten Video und happy ersten Advent dann, wenn ihr das Video seht. Einen wunderschönen Tag, morgen, whatever. Bye!